Moin, mein Name ist Martin. Wir sprechen heute über High-Rise City. Das wird von Deck 13 verlegt. Die kommen auch aus Deutschland. Und die guten Jungs und Mädels und Developer generell, die haben mir einen Early Access Key zukommen lassen. Wir haben schon die Tage gestreamt, ein bisschen reingeschnuppert, ein bisschen Aachen am Meer nachgebaut. Und ich muss sagen, ich habe Gefallen gefunden da. Ne? Zunächst einmal, 25 Euro kostet der Spaß, ist aktuell noch 15% Rabatt drauf, kostet also aktuell 21,24, ne? Falls ihr da zuschlagen wollt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und ansonsten kann ich es auch nur empfehlen, Städtebausimulator ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer, ich sag's mal, sehr kundenorientiert, denn man steckt da einige 100 Stunden rein und hat im Endeffekt nur eine einmalige Anschaffung plus eventuelle DLCs, falls denn da tatsächlich irgendwann mal was kommt. Ich kenne ja die Pläne nicht, wie ihr das gestalten wollt. Fakt ist, was verbinden wir hier? Ne? Wir suchen natürlich wieder nach Vergleichen, was ihr vorher vielleicht schon mal gespielt haben könntet, was in die gleiche Richtung geht. Und Städteaufbausimulation fällt natürlich SimCity ein, City Skylines und auf der anderen Seite hat es aber auch etwas von Siedler bzw. Anno. Das heißt, wir haben nicht nur ein Geldsystem, das heißt, unsere Stadt muss nicht nur profitabel sein, wir müssen nicht nur Steuern einnehmen, sondern auch noch überschüssige Ressourcen verkaufen und so weiter und so fort. Und die Balance muss hier natürlich irgendwo gehalten werden. Ich finde aber, da ist aktuell sogar ein richtiger, guter Sweet Spot gefunden worden, wo man sagt, okay, hey, wir fokussieren uns sowohl auf die industrielle Geschichten, als auch auf Agrar, als auch, ne, und letztendlich jeder dieser einzelnen Gebäudezweige hat seine Daseinsberechtigung und hilft natürlich dabei, die Grundbedürfnisse der Bürger zu befriedigen. Ne, darunter zählt zum Beispiel, dass die was zu essen haben. Ich sag's mal, für die anfänglichen Siedler, ne, Bürger, wie auch immer, ist es dann halt Fisch und Gemüse und da muss hier noch eine Feuerwache platziert werden und so weiter und so fort. Also dieses Bedürfnissystem kommt dem von Anno sehr, sehr nahe, aber auf eine sehr, sehr moderne Art und Weise. Und ich finde, das macht Spaß. Denn man hat natürlich gleichzeitig diesen Verkehrsaspekt mit dabei und den Infrastrukturaspekt mit dabei, den ein City Skylines zum Beispiel mitbringt. Natürlich noch nicht also bei weitem nicht so ausgereift, logischerweise, wir reden hier von einem Early Access Titel, aber das Proof of Concept ist auf jeden Fall da und das finde ich gut, das muss ich unterstützen. Na? Gut, wie gesagt, 25 Euro kostet der Spaß, regulär, aktuell ist sogar noch 15% Rabatt, das heißt, wenn ihr zuschlagen wollt für 22 Euro oder 21,24 in dem Fall, jetzt auf jeden Fall unten in der Beschreibung, ne, habe ich euch verlinkt auf Steam und ja, wenn ihr dabei Bock drauf habt, dass wir an Aachen am Meer weiterbauen, dann bitte lasst es mich in der Beschreibung, sondern schön in den Kommentaren natürlich wissen und ich würde sagen, vielen lieben Dank, ich gehe jetzt weiter zocken, bis dahin, macht's gut, haut rein.